Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im LS22 auf unserer alten Farm. Zusammen mit Alina und Mimimi. Moin. Ich will auch sagen, bei der Ballenschlacht. Aber mittlerweile die Lösung ja nah, wie es funktioniert. Ja. Werden sie bald hier am Feld auftauchen? Fliegen noch ein paar bei. Zumindest beide Aufträge ziemlich gleich abgeschossen dann. Na gut. Na komm, jetzt auch der Blinker drauf, okay. So ein Feld, da brauchst du keinen Blinker. Hä? Du bist auf dem Feld, da brauchst du noch keinen Blinker. Nee, ich hab mal aus Versehen die Taste gedrückt und dann der geblinkt. Hier arbeitet wesentlich einer noch. Alina. Hm. Das ist ein Killer. Ich wollte gerade nur ein Bein kurz holen. Was, ein Bein holen? Ja, Beine sind vom Vorteil. Ballen? Also, einen hast du geholt. Ja, der ist mir irgendwie ein bisschen weggesprungen. Bist du immer noch am Aufräumen? Nee, das ist ja schon aufgefallen. Der klemmte mir irgendwie unterm Reifen. Da war ich wohl zu schnell. Mach drei, sage ich nur. Mach drei. Ja, so schön, schöner die Zeit. Thank you.
dann schon wieder weiter voll. Ja. Wer ist leer? Lange nicht. Oh. Ich hab mich hier gedreht. Haltet ihr euch um den Ball, ne? Ich kann nicht bremsen, ich kann nicht bremsen, die Rolle! Oh Gott. Ich bremse, aber kannst nicht bremsen, weil du einen schweren Last hinter dir hast. Ja. Vielleicht hat das mal mit der Anhängerhöhe zu tun oder so, weiß ich nicht. Ja, natürlich. Eigentlich müsste da eine eigene normale Deichsel dran sein. Ey, der schiebt sich ja irgendwie automatisch nach rechts dahin. Ja, du musst direkt anders mit dem Boden fahren. Ja. Stäblein anhalten. Oh, aber erst muss da Stäblein. Ja. Z einmal, dann verschiebt er, warte kurz und nochmal Z. Also, jetzt noch ein Stück vorne muss, aber warte. Das Gegen, ne? Abgeschossen. Will er trotzdem noch nicht abgeben? Nö, nein, gut, alles einsammeln, alles verpressen und dann nachher alles abgeben, weißt du? Der Geld in der Kohle. Jetzt ist nur die Frage: Eine Folge könnten wir ja gleich noch aufnehmen. Hier ist ja noch nichts gepresst, von daher. Es muss mindestens gepresst auf der Wiese liegen. Ja, aber wir haben hier oben liegen noch so viele Ballen. Ja, die sind egal, weil die sind egal für die Abgabe. Das heißt, hier sollte eigentlich einer pressen kommen, das war dann heute, wenn wir die Folgen beenden, die Aufträge abgeben können und maximal noch einsammeln. Ich weiß nicht, dass die Aufträge wechseln müssen. Dann hätten wir zwar das Feuer, aber trotzdem. Zumindest das, was schon verpresst ist. Aber wir sollten halt die zwei Aufträge gleichzeitig annehmen. Gut. Mach jetzt den Anhänger noch einmal voll hier mit Ballen und dann lasse ich den Trecker stehen und kann Alina dann nur kurz einmal in den anderen Trecker springen und dann wegfahren. Mhm. Also
natürlich toll, wenn Annalene hier noch mal online gekommen wäre. Da will sie ja nicht, ist okay. Ja, heute fehlt uns ein Mann, ne? Kann sein, dass gleich die 86 dann durch ist. Könnten wir die zumindest schon abgeben. Dann haben wir zumindest das Geld schon mal safe. Jetzt wieder weg. Mhm. Ich lasse den Trecker dann, wenn er voll ist, lasse ich den vorne stehen, Alina. Oder? Jo. Oder willst du denn die zwei Anhänger hinten rankuppeln? Aber das ist doof, der fährt sich bestimmt bescheuert mit dem. Ich kann es ja mal ausprobieren. Jetzt noch zwei, drei Fuhren und dann sollte der Acker leer sein. Ja. Und das geht ja relativ schnell. Ja, ist gut, dass es funktioniert. Ihr beschwert euch ja auch nicht, wie der fährt, außer dass er schiebt ein bisschen. Ja, ja, aber da kann man. Ja, besser als nicht laden und wir hätten es mal anmachen müssen. Ja. Und trotzdem noch besser als das in den komischen Dings da reinladen, wo alles so viel Luftraum entsteht. Hätte der einen Bruchteil von den Ballen wegbekommen. Ja.
deine Widerfahrt schon mal drehen? Du musst immer mit dem Trecker Richtung links stehen. Richtung Ausfahrt. Richtung Ausfahrt. Ja. Weil er die ja nach links verschiebt. Du bremst einfach. Jo, dann weg. Einwandfrei hat es funktioniert. 62% abgeschlossen, sehr schön. Freut mich jetzt hier gerade. Warte, das ist jetzt funktioniert dann. Ja, einwandfrei. Einbeinfrei. Einbeinfrei. Kannst ja noch ein Bein abholen. Ich brauche hier ja, eine Ladung Ballen steht hier ja noch. Ja, ja. Ich mach meinen jetzt wieder voll und dann halt die aneinander. Probieren geht über Studieren. Da wechseln dann auch mit gehen, ne, die Anhänger durch. Mhm. Die Musik ist weg. Echt? Ja. Wo also Fenster aber gesprungen ist. Oh, gar nicht. Ja, 72%, sehr schön. Ja, okay. Wenn Minimi jetzt rüberkommt zum Pressen, dann kann man dann auch noch ein paar Ballen abholen. Dann sollten wir die Aufträge durchhaben. Ja. Das denke ich mal. Weiß gar nicht. Können man Schafe auch mit Heu füttern? Ich meine ja, aber ich weiß nicht mehr, 100%. Das können wir die. Bitte? Vielleicht will jetzt aber auch nicht falsch sagen, weil die also, ich tendiere zu ja. Also, das wird man nämlich, sobald wir die Aufträge fertig haben, den Rest bei uns einlagern. Wobei, stimmt, wir können die gar nicht mit Ladewagen laden. Stimmt, das ging ja nicht. Aber wir können sie pressen und dann bei uns. Wir haben noch die Entladestellen da bei uns hier noch nicht. Für was? Ja, hier bei uns die Heuböden oder? Ja, ja genau, die Ballen, ich meine. Da wo oben gestanden hat, unten ist ja die Entnahmepunkte. Ich denke mal 102 Ballen ist schon mehr als in den Ladewagen passt. Bei 4000, ne? Ne, 400. Ne, 400. Das ist ein großer Ball. Und die denn jetzt hier laufen hoffentlich? Die habe ich nochmal nachgepresst, da lagen jetzt die komplette Bahn. Achso. Ja, ja, ihr wird nicht verkommen gelassen. Nee, richtig, richtig. Da liegt der hinten in den anderen Ecken nicht mehr. Ja, durch das lange Entladerohr kannst du natürlich schön punktuell dann sagen, so jetzt hier entladen. Schon haben wir 4-5 Folgen jetzt wieder bei der Null Gras. Ja. Ja, die nächsten Aufträge werden mehr sein, hoffentlich mal was anderes. Oder zumindest Gras für uns. Weil letztendlich läuft das ja auch nur auf 1, das heißt, so viel weiter sind wir ja noch nicht. Ja, ja. Vorteil ist, wenn wir jetzt gut Geld kriegen, vielleicht kriegen wir noch ein Feld, wo wir sagen, da können wir noch was anbauen, ne? Ja.
Da kommt einer. Ist noch ein Stück weiter, da kommt ein Tor hinten am. Vielleicht die Folge, wenn du durch hast, kannst du dann erst die Bahn wegnehmen, die ich jetzt als letztes mache. Ja. Weil dann ich wechsle dann 90 Grad Wende. Wo in der Richtung, wo du jetzt stehst, ist so. Parallel zum Fluss. Blöd ist, dass du es alles auf die Seite schmeißt, die noch nicht beschleunigt ist. Ja, geht nur leider nicht anders. Ja, doch, wenn du anders umgefahren wärst. Da geht ja nicht, dann, ja, dann, ja. Aber dann hättet ihr auch gestört, die beiden stören nicht so oder so. Fährt ja nicht anders. Ja, und wir gehen rüber in die nächste Folge. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.